Hilfe! Hilfe! Wo geht's denn da lang? Kohle? Wo geht's denn da lang? Ah, hier geht's dann runter. Genau, dann können wir uns hier einen schönen Eingang bauen. Das ist gut. Das gefällt mir. So, dann graben wir uns... Ups, erste Schaufel hinüber. Machen wir uns erstmal einen schönen Eingang hier. Wo auch immer der jetzt genau ist. Hallo Schaf. Ich muss mal gucken, wo ist unser Haus? Ah, da hinten ist unser Haus. Okay. Wie machen wir das dann? Nee, dann hier hoch ist auch doof. Dann lieber hier rumlaufen und da rein, ne? Ja. Das ist, glaube ich, besser. Machen wir uns hier den schönen Eingang. Und wir markieren uns den Eingang erstmal mit einer Fackel. So. Damit wir das wissen. So. Hier runter. Die dumm, die dumm. Na, fangen wir einen weiter an. So. Ah, Mann, dieses Geruckel. Das ist echt nervig. So. So, für das Eisen brauchen wir die andere Spitzhacke, aber ich möchte vorher diese hier aufbrauchen dann. Graben wir erstmal drumherum. Na, das fängt ja super an hier alles. Huch. So, dann kann jetzt auch das Eisen abgebaut werden. Komm her, Eisen. Kommst du mir wie gerufen? So. Gut, dann hier runter. Dann, warte mal, wenn ich dann später Treppen mache... Ne, dann muss ich noch einen weiter raus. Und noch einen weiter raus. So. Mache ich uns hier nämlich schön Treppen hin. Schaufel, 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 Schaufel. So, genau. Mache ich uns schön Treppen hier hin. Dann können wir hier zumachen und dann... machen wir hier um die Ecke dann auch direkt. Ja, ihr seht schon, ich bin schon wieder voll am Einplanen, wie das hier alles werden wird. Ich habe dann manchmal so meine... Ah, nee, das ist eigentlich jetzt doof gewesen. Na, das lassen wir erstmal so. Ich habe nämlich oft so direkt Gedankenblitze, wenn ich was sehe, wie schön das dann werden kann. Und dann habe ich ja den Tick, dass ich immer direkt alles freiräumen muss. Von daher, dass ich halt immer einen schönen Gang haben muss und so, aber das kennt ihr ja mittlerweile auch schon. So. Hier mal eine Fackel anbringen. Da mal erstmal überall ein bisschen Licht machen. Wow. So. Erstmal nur, dass es ein bisschen ausgeleuchtet ist. So. Und so. Und wie wir dann weiter runterkommen, das sehen wir dann. Nehmen wir erstmal hier die Kohle mit. Das waren jetzt nur die zwei, aber hier ist ja noch. Ach, wie toll. So macht Minecraft-Spielen Spaß. Findet ihr nicht auch? So. Schöne Kohleflöz hier mal aufmachen. So. Hängen wir erstmal eine Fackel rein. So. Ja, wie bauen wir das dann noch aus? Das ist noch die Frage. So, was sagt denn die Uhrzeit? Also ich meine jetzt hier die Minecraft-Uhrzeit. Wo ist die Sonne? Ich sehe sie gerade gar nicht. Ah, die geht schon wieder unter, wisst ihr? Ist ja praktisch. So, dann nehmen wir hier den Baum noch schnell mit. Auf dem Weg. Nach Hause. Ein bisschen Holz brauchen wir ja. Und vielleicht gehen wir dann nicht direkt pennen, sondern machen dann erstmal... unser Haus ein bisschen weiter. Zumindest so die Innenbaumaßnahmen, was so innen geht. Ja, gut.
Gut, aber jetzt erstmal nach Hause. Über die weite Steppe. Dum, die dum. Ach, wie schön. Die Sonne geht unter. So, oder gehen wir doch direkt schlafen? Nicht, dass wir nachher Creeper vor der Tür haben. Ach. Komm, reißen wir jetzt erstmal hier auf. Noch ist es ja hell. Kann ich da oben mindestens schon mal Holz hinsetzen. Und, wo habe ich's? Nirgends. Nehmen wir das. So. So. Da kann uns schon mal keiner mehr aufs Kopf springen. So. Lalalala. Dumm, die dumm. Komm. Vollständigkeit halber da auch. So. Schön. Schön, 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 schön. Wie gesagt, ein kleines Häuschen, wie ich es genau einrichte, weiß ich noch nicht. Aber das langt ja auch erstmal. Und bevor wir uns jetzt das Dach machen, gehen wir erstmal schlafen. So. Gut, dann haben wir ja schon mal zwei Eisenerze. Okay, das langt nicht, aber für ein Eisenschwert ist es doch bestimmt gut genug. Oder was wir auch immer als erstes brauchen. Dann wollte ich... Wie mache ich das? Wir brauchen ein paar Cobblestone-Treppen. Ja, mit 4 kommen wir wahrscheinlich weit. So. Das brauchen wir. Wo packe ich die hin? Da, wo die Erde ist. Und dann brauchen wir auch hier diese Halbstufen. So, erstmal nicht so viel. Wir haben ja noch nicht so viel. Nur damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie ich mir das Dach gedacht habe. Das wird nämlich so... Huch, was war das? Es wird nämlich so hier vorne so ein bisschen spitz hochgehen und dann wird das hier flach runterlaufen. Das finde ich nämlich, das sieht ganz gut aus. Von daher werdet ihr es jetzt gleich sehen. So, warte mal. Dann fange ich aber nicht hier an, sondern da oben. Obwohl, es muss ja dann rüber ragen. Das heißt, ich muss dann doch hier anfangen. Und zwar so. So. Okay, und natürlich mit Überstand. Hier hinten auch. So. Gut, könnt ihr euch das ungefähr vorstellen? Das kommt dann dahin. Das da. Der war ja eh überflüssig. Der war ja nur, damit ich die anderen ansetzen kann. Genau, dann stört das auch die Innendecke nicht. So. Brauchen natürlich noch mehr Treppen. Das ist klar. So, wir haben ja noch so viele Holzstufen, die wir im Moment gar nicht brauchen. Ne? Da machen wir die doppelt übereinander, dann werden wir die nämlich auch los. Nehmen wir die erstmal mit. Und das. Huch. Egal. So. Was Schönes, Gemütliches, Kleines erstmal. So Prachtbauten kann man ja dann später irgendwann mal machen, wenn man sie denn unbedingt möchte. So, dann werden wir die nämlich auch los. Und ich kann schon mal besser abschätzen, wie es denn dann werden muss. So, da muss natürlich dann... Ach Quatsch. Da kommt ja dann auch die Treppe drauf. Dann, hier geht es dann wieder höher. So, jetzt müsste ich eigentlich hier schon anfangen, damit ich weiß... So. So. Huch. Ach Mann. Hallo. Framerate. Ich habe doch die Festplatte defragmentiert. Müsste doch eigentlich super laufen. Ja, jetzt haben wir das Problem,
dass ich wahrscheinlich dann doch erstmal Stein da haben will, weil ich kann ja jetzt hier nicht Stein drauf bauen, seht ihr? Das ist doof. Müssen wir doch weiter außen anfangen. Das heißt, ich muss hier schon doppelt haben. Ach, Mensch. Okay. Dann müssen wir das nochmal abruppen. Tut mir leid. Müssen wir halt ein bisschen tricksen. Ist aber wurscht. Fällt nicht weiter auf. So. Und wenn das jetzt nicht aufhört mit dem Geruckel hier, dann kriege ich eine Krise. Dann weiß ich nicht, was ich mache. Dann, ja, genau. So, dann muss nämlich hier doch schon die Höhe hin. So, das heißt, ich kann da schon mal mit Holz auffüllen. Was ich, ja, Raza. Man, vielleicht hätte ich den Apfel erstmal wegtun sollen. Damit Holz auffüllen. Dann kommt hier Halbstein. Genau. Ich mach das nur schon mal so ein bisschen, damit man das besser sieht. Weil ich jetzt habe jetzt eh noch nicht genug Material. So, jetzt kommt der Apfel erstmal weg. So. Dann kommt hier wieder ein voller hin. Da dann wieder Holz. Und ein halber. Und da dann wieder Holz, Holz und ein ganzer. So, und hier war das dann hier eine Treppe und da eine Treppe. Also hier nochmal Holz. Nee. Treppe, Treppe. Und dann habe ich doch diese Höhe. Genau, und dann hier noch ein halber zur Krönung. So, dann müsste ich es haben. Genau. So. Na, näher. Boah, wieso ruckelt das so? Das ist echt nervig. Beim letzten Mal dachte ich echt, das liegt eher am Biosphären-Mod, aber ich habe das ja immer noch, dass die Framerate einbricht. Das ist nicht spaßig, das sage ich euch. So. So, da kommen ja die Treppen hin. Ja, das ist alles jetzt schon Hightech-mäßig fertig natürlich dann. Hüstel, Hüstel. So, da kommen natürlich dann nochmal halbe davor. Muss ja seine Richtigkeit haben. So. So. So wird es dann... auf der anderen Seite kann man es jetzt, glaube ich, besser sehen. Dum, didum, didum. So wird es dann ungefähr aussehen. Also hier steil hoch und da dann flach laufen. Ich glaube, das ist ganz hübsch. Den Dachboden können wir natürlich nicht benutzen dann. Der dürfte einfach keine Höhe für da sein. Aber das ist ja nicht schlimm. Naja, dann hätte man hier gerade mal eine Breite, wo man laufen kann. Das macht natürlich wenig Sinn. Das Einzige, was wir machen können, damit es schick aussieht. Warum habe ich das jetzt nicht mit der Axt? Achso, weil das eh Halbstufen waren. Kann man da noch eine Scheibe reinsetzen. Das machen wir auch direkt. Und dann müssen wir, glaube ich, nochmal Steine farmen gehen. Dann packen wir das erstmal raus. Davon brauchen wir nur eine. So, das packen wir nochmal raus. So. Und dann gehen wir halt nochmal in die Höhle und farmen noch ein paar Steine. Nachdem ich jetzt hier oben noch das Glas eingesetzt habe. So, zack. Ja, so hat das was. Ach, Mensch. Ja, so sieht dann übrigens der Cobblestone aus und ich finde das ganz hübsch. Man könnte jetzt meinen, das sieht ein bisschen wie Stonebricks aus. Tut es im Prinzip ähnlich. Aber es ist wesentlich ungeordneter. Die Stonebricks, die sind richtig schön gerade angeordnet und das ist halt ungeordneter. Das Holz sieht auch anders aus und das finde ich ganz hübsch eigentlich.